Hallo, hier ist Marita und heute möchte ich ein Video machen zum Körperausdruck von einem kranken Pferd. Also Pila war ja wegen einer Verstopfungskolik in der Klinik und dieses Foto habe ich gemacht, als wir sie wieder geholt haben von der Klinik. Also da hängt sie noch ziemlich durch, das sieht man. Das ist dann der nächste Tag, da wirkt sie schon ein bisschen energetischer. Sie hatte aber immer noch relativ wenig Appetit, abgesehen von Gras, das hat sie schon wieder ganz gern gegessen. Und hier ist derselbe Tag, da grast sie. Man hat noch das Gefühl, sie ist noch nicht so total interessiert. Sie hat auch die Augen immer so ein bisschen nicht ganz offen, aber schmeckt ihr schon wieder ganz gut. Und da waren wir natürlich alle sehr erleichtert. Sie hat sich auch in der Klinik nicht, in der Box nicht besonders wohl gefühlt. Das ist jetzt Tag 3, da finde ich auch wieder, sieht man noch mal eine Stufe, dass es ihr besser geht. Sie hat allerdings abgenommen und das ist Tag 4 und da finde ich, da ist sie wieder ganz normal. Sie hat Appetit, sie wirkt auch von ihrem Körperausdruck, finde ich, ganz interessiert und freudig und entspannt und hat also ziemlich guten Appetit. Und das ist jetzt Tag 5. Da, es geht also jeden Tag besser, aber da ist sie eigentlich schon wieder normal praktisch. Das ist Tag 7, da frisst sie ihre Mahlzeit aus der Schüssel, die sie auch am ersten Tag nach der Klinik gar nicht fressen wollte, in Gesellschaft mit Geflügel. Und das ist Tag 14 und da ist sie eigentlich wieder die alte, bis auf das, dass sie noch nicht ihr Gewicht wieder erreicht hat. Und ich stelle jetzt nochmal dieses erste und letzte Foto gegeneinander, weil man da wirklich ganz gut sehen kann, wie sich der Körperausdruck wieder normalisiert hat. Also wie sie hier rumhängt im wahrsten Sinne und wie sie hier wieder voll da ist. Ja, ich hoffe, das war interessant für dich. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch und ein Abonnement und dann bis zum nächsten Video.